So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video nach einer sehr, sehr langen Zeit Funkstille. Ja, warum mache ich gerade ein Video? Ich mache gerade ein Video, um euch zu erklären, wieso in letzter Zeit keine Videos mehr kommen. Ich denke, da muss ich ein paar Sachen erklären. Und zwar, ja, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Das letzte Mal, dass ich richtigen Content gemacht habe in Form von 3D, ist jetzt ungefähr schon wieder 4 Monate her. Ich nehme jetzt mal diese Black Ops 3 Mapping Sachen mal raus. Und auch davor ist es dann wieder 2 Monate her gewesen, dass ich hiervor etwas gemacht hatte. Also wie gesagt, da gab es jetzt eine ganze lange Zeit nicht mehr. Und woran liegt das? Nun, es hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, oder ein Grund von den zwei mindestens, also ein Grund von den zwei ist, dass ich jetzt mittlerweile verheiratet bin. Oh, das weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall nein. Ich habe jetzt vor knapp einem Monat geheiratet und ich bin relativ glücklich. Und ja, der Plan sieht folgendes vor. Wir ziehen in 3-4 Monaten zusammen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weswegen ich in letzter Zeit so wenig mache. Denn der Hauptgrund ist im Prinzip, dass ich derzeit ein einjähriges Praktikum absitze. Oder sowas in der Richtung. Ja, man kann es schon absitzen nennen. Es ist halt schon ein Schreibtischjob, ne? Wie der Job eines jeden Animatoren. Beziehungsweise ich arbeite derzeit als Praktikant für Lux Studios, ein kleines 3D-Animationsstudio in Stuttgart. Und in diesem Studio arbeiten wir zurzeit an einem kleinen Animationsfilm, der hoffentlich demnächst ins Kino kommt. Ja, soweit der Plan. Und in diesem Lux Studios arbeite ich an diesem Film als Lighting und Look Developer Artist. Auch in gewisser Weise als VFX Artist. Das könnte man auch dazu nehmen, aber das steht nicht in meinem Vertrag drin, aber ich mache es trotzdem. Naja, auf jeden Fall, das ist der Hauptgrund. Das heißt, ich bin von morgens bis abends 9 bis, na, wobei, gut, sagen wir mal, wenn ich hier von hier losgehe, also ich gehe um ca. 8 Uhr los. 8 Uhr gehe ich los, 7 Uhr abends bin ich wieder da. Das heißt, ich bin gewissermaßen den ganzen Tag weg, von montags bis freitags. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja gut, man hätte doch noch das Wochenende Zeit, etwas für YouTube zu machen. Und ganz ehrlich, wenn man so viel unter der Woche um die Backen hat, dann genießt man auch manchmal seine freie Zeit. Unter anderem mit Videospielen. Aber auch sonst so, ja. Ich hoffe, ihr versteht's. Ich kann euch ja mal ein erstes Poster von dem Film zeigen. Ich muss hier ganz vorsichtig sein mit dem, was ich euch zeige, denn es gibt natürlich immer noch so eine Art NDA, das mir verbietet, alles das zu zeigen, was noch nicht veröffentlicht wurde. Das hier ist veröffentlicht, das ist von IMDb auf deren Webseite. Da gibt es auch noch ein paar mehr Sachen. Hi, die Dinger sind alt. Das ist das neuere Plakat. Ja, die Produktion läuft seit 2013. Und wie bei jedem Animationsfilm dauert es halt tatsächlich relativ lange, bis da irgendetwas fertig wird. Aber wir sind nah dran. Ja? So viel sei gesagt. Worum geht's hier? Jetzt muss ich mal gucken, wie viel denn hier auf der Website gesagt wird. Genau. Es geht um einen kleinen Vogel, um einen kleinen Mauersegler, ja, der im Glauben aufwächst, eine Möwe zu sein. Er lernt von ihnen, wie man fliegt und
wie er sich zurechtfindet. Aber es klappt halt nicht so ganz, ja. Und irgendwann findet er heraus, oh, der ist ja gar keine Möwe. Das ist ein Mauersegler. Ja, und das ist quasi der Grundplot von dem Film. When both seagulls and swifts face a dangerous threat, Manu becomes the hero of the day. Ich bin mal gespannt. Der sollte auf jeden Fall, also Richtung September sollten wir fertig sein mit dem Film. Zumindest mit der Animation. Dann müsste er noch auf Deutsch synchronisiert werden und das ganze Zeug. Das heißt, er sollte demnächst fertig sein. Ich hoff's. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich würde euch zumindest mal empfehlen, mal reinzugucken. Ist jetzt hier keine Werbung oder sowas. Ich mache halt Werbung eigentlich für meine eigene Sache, weil ich da ja auch mitwirke und ich kriege ja auch mein Geld von denen. Also eigentlich, na, so gesehen ist es schon Werbung, ne? Ich werde das jetzt nicht als Werbung kennzeichnen. Tut mir leid, ich verdiene das mit sowieso kein Geld. Nee, aber abgesehen davon. Genau. Ist es das, womit ich gerade beschäftigt bin? Ich bin noch bei Lux Studios angestellt bis Ende November. Und danach werde ich umziehen. Das heißt, immer noch keine Videos. Aber wahrscheinlich dann so gegen Dezember, Januar wird man mal langsam wieder etwas von mir sehen. Vielleicht schon ein bisschen früher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es immer noch ein paar Leute gibt, die mal das gucken. Meine Güte. Ja. Ich hoffe, ihr haltet eure Ohren steif und wir sehen uns, wenn ich denn mal wieder Zeit habe für euch. Das sollte jetzt keine Beleidigung sein oder so, aber naja, ich bin halt gerade voll besetzt, ja. Also dann, würde ich sagen, war's das mit diesem kleinen Video. Ich habe leider nichts, was ich euch zeigen könnte. Nicht groß. Ich hätte hier einen Baum, glaube ich. Ein Baum, der sich im Wind bewegt. Die habe ich vor kurzem im Blender gemacht. Ist das nicht super? Wow. Geil. Nee, tut mir leid. Also ich habe gerade nichts. Außer noch eine Sache. Falls ihr Interesse habt an Remakes von Pokémon-Spielen, Musik, also Musik aus Pokémon-Spielen oder aus Kirby-Spielen oder Mega Man-Spielen oder sowas. Ich bin in meiner Freizeit, also wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann mache ich eher das. Und da könnt ihr mal reingucken bei mir auf Soundcloud. Boy, Soundcloud. Da habe ich nämlich ein paar Sachen hochgeladen und es werden immer mehr. Also falls ihr Interesse daran habt, einfach mal reingucken. Vielleicht gefällt es euch ja. Ich bin kein großer Musiker, das muss ich an der Stelle sagen. Aber ja, mit 166 Tracks, da habt ihr was zum Hören. Also wer ein bisschen Nostalgiefaktor... Ich verspreche mich hier. Also wer ein bisschen Nostalgie hätte, der sollte mal hier reingucken. Ich habe hier Tracks aus Pokémon Gold, Silber, Kristall, aus Pokémon Rot und Blau, aus Pokémon Rubin und Saphir habe ich nichts. Weil da gibt es ja schon was Neueres von, ja, Omega, Rubin, Alpha, Saphir, hatte ich mir gedacht, das brauchst du jetzt nicht. Aber dann habe ich natürlich noch ein bisschen Pokémon Schwarz und Weiß und Pokémon Diamant, Perl, Platin. Auch ganz geil. Also, wie gesagt, falls ihr Lust habt, mal reinschauen. Wird geil.